Und ja, wie man sieht, das Design ist sehr einfach gemacht. Man hat wirklich das ganz Normale drin. Was ich euch noch empfehle, wenn ihr reingeht und diese Sache oder diese Ansicht, diese erweiterte Ansicht aktiviert habt, dann gibt es immer so komische Benachrichtigungen. Ihr erinnert euch vielleicht noch bei ICQ, da hieß es immer, oh, oh, oh. Da wusste man auch, jetzt hat jemand was Neues gepostet. Bei Skype macht es auch immer, pling, pling. Treibt mich jedes Mal fast in Wahnsinn. Darum ist mein erster Griff beim neuen Account, wenn ich irgendwas neu einstellen möchte, dann gehe ich nämlich hier bei diesem Schaltersymbol hin und da kann ich wirklich die Mitteilungen einstellen und da kann ich wirklich diese Töne abstellen, weil die einfach wirklich nervtötend sind. Da kann ich da wirklich überall die Töne einstellen und dann kann ich auch wirklich sagen, ja, die Desktop-Benachrichtigung, also dieses Pop-up auf der Seite, kann auch drin sein, also bei neuen Beiträgen, bei Ergebnisse von Umfragen, geteilte Beiträge, Erwähnungen, Favorisierungen, neue Folgeanfragen und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich sehr schön das Ganze konfigurieren und dann wird das nicht mehr genervt mit diesem komischen Pling, Pling. Ich weiß nicht, welcher besoffene Elch oder Mastodon das erfunden hat. Finde ich nicht lustig. Aber vielleicht interessiert es euch, kann man machen. Hier könnt ihr das Ganze richtig schön einstellen. Natürlich gibt das Ganze auch mit Tastenkombination hier. Also ihr müsst nicht immer die Maus verwenden, sondern ihr könnt auch alles mit dem Stream Deck verbinden oder was auch immer. Also da gibt es wirklich für alles eine schöne, einen schönen Shortcode, eine schöne Tastenkombination, damit das Ganze läuft.